kümmerliche Vorstellung. Hast du schon vom anstehenden Red Battle-Turnier gehört? Ja, deine Frau erzählte mir davon. Warum redest du mit meiner Frau? Ich habe sie nur zufällig getroffen. Wer ist eigentlich der Typ mit der komischen Rüstung? Guten Tag. Ich möchte einen Apfel kaufen. Tut mir leid, ich habe keine Äpfel mehr. Du willst mir also gerade sagen, dass du mir keinen Apfel verkaufen kannst? Hey Mann, ich hab halt keine Äpfel mehr, was soll ich denn machen? Ich mag Äpfel. Und ich würde jetzt gerne einen Apfel essen. Also frage ich dich noch einmal, verkaufst du mir einen Apfel? Hey, wir können über alles reden. Bitte, ich kann dir keinen Apfel verkaufen. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich soll dich in Ruhe lassen. Erst willst du mir keinen Apfel verkaufen und jetzt willst du mich auch noch loswerden. Hey, ich will nur kein Ärger. Also, bitte geh einfach. Willst du mir drohen? Nein, überhaupt nicht. Ich will dir nicht drohen. Dann muss ich dich wohl missverstanden haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Er ist weg. Er wird niemals meine Äpfel bekommen. Sie gehören mir. Allein. Ja, hallo? Hey Leute, ich bin's, Iberion. Das war's mit der kümmerlichen Vorstellung von Jorgensohn. Aber hier an der Seite findet ihr noch andere Sachen. Naja, ansonsten noch einen schönen Tag. Macht's gut!